Ja, hi Paul, heute ist der 27.11. Ich hatte heute einen roten Tisch einberufen und habe das Bezirksamt eingeladen, den GEC eingeladen und irgendwie erzählen wollen. Da waren schon interessante Leute dabei von verschiedenen Projekten. Wir haben geredet, offener, runden Tisch, näher und spätere Zukunft, die Kulturhaus hier im Weißen See, die eigentlich ganz bald wie möglich vom Gesundheitsamt aus kalt gelegt, keine Zwischennutzungsmöglichkeiten, die reden nicht, die kommen nicht zu uns auf den Tisch mit uns demokratisch zu reden. Und die tun genau, was die wollen, dieses Haus tatsächlich Kulturhaus kaputt zu machen. Und bald von Rede wird sehr wahrscheinlich, ohne das Offensichtlichkeit zu sprechen, auf dem Liegenschaftsfonds übermitteln. Vielleicht, aber nochmal eine andere Frage. Also das Bezirksamt Weißensee ist nicht gekommen zu diesem roten Tisch. Erstens ist sie schon verabredet. Zweitens ist das eigentlich illegal, dass ich hier in dieser Räume einen runden Tisch mache, beziehungsweise eine Veranstaltung. Wobei in meinem Vertrag, dass ich doch unterschrieben habe, für diesen Monat steht, dass die Räume als Lagerraum nur nutzen darf. Ja. Das war Ihre Begründung zu sagen, dass es nicht gekommen ist. Okay. Das ist natürlich Quatsch. Sie wollte nicht, dass in der Öffentlichkeit gesprochen ist über die Probleme, dass sie verursacht seit 2 Jahren. Und wir haben trotzdem etwas dagegen zu sagen und dagegen zu machen. Und da wurde jetzt die Heizung abgestellt. Was haben Sie da genau gemacht? Die haben durch das Chaos sämtliche Rohre durchgeschnitten, physisch. Weil wir haben gesagt, der Hausrat hier sagte, dass hier kein Wasser durchfließt, scheinbar gegen Frostgefahr. Mhm. Ich habe ihn gefragt, wie schnell können Sie das alles anmachen wieder, bitte, Wasser und Heizung für die nächste Eigentümer. Der hat gesagt, der antwortet, ich habe es dir gerade gesagt, Herr Holz. Ich habe das alles durchgeschnitten. Die ist kaputt. Das muss eine neue Anlage drin. Also haben Sie die komplette Heizungsanlage, die nicht funktioniert hat, kaputt gemacht, zerstört. Und es war ja auch so gewesen, wie du schon erzählt hast, dass die Heizung die letzten 2 Jahre, wo ihr hier wart, für das ganze Haus wurde geheizt. Also wurde sozusagen das ganze Haus geheizt. Jetzt ist neulich, wobei das gesamte Haus fast außer uns war seit einem Jahr mindestens ganz leer und voll geheizt. Und bis jetzt war das niemals ein Problem, dass die dieses riesige Winter, was wir bezahlt haben. Und jetzt sagen die, dass ich raus muss, wegen die riesigen Kosten, dass das verursacht. Und selbst wenn du die Kosten übernehmen würdest, was du hier machen würdest, sagen sie, Business-Vorschläge, kreative Vorschläge. Jeder Angebot, das Bezirksamt Geld zu geben, was alle Kosten hier gedeckt. Darum scheint es Ihnen gar nicht zu gehen, weil die wollen das irgendwie komplett stilllegen, weil sie dann die ganzen Kosten abschreiben können in ihren Haushalt. Davor haben wir auch kein Geduld mehr. Sie sollen, darf ich das sagen, ich darf das sagen, ihre Stelle da verlieren. Und eine soll eintreten, die vernünftig und mit Kopf und mit Gefühl über dieses sehr sensible, sehr problematische Thema sprechen mit uns. Erstmal sprechen. Ja. Das Kulturhaus war eine gewisse Kultur zu verteidigen in dieser Ecke, so lang wie bis zum Bautag. Oder immerhin 1 Jahr, 2 Jahre, da ist noch nicht, überhaupt nicht unterschrieben. Frau Karl sagt seit 2 Jahren, dass wir kurz vor Abschluss den Vertragspartner und bla bla bla. Und deswegen müssen wir alle raus. Und das stimmt. Genau, und dabei steht dann die Gefahr, dass das Bezirksamt das Kulturhaus komplett abschreibt, sozusagen, um alle Kosten zu sparen. Und das können Sie jetzt eigentlich nur, wenn gar keiner mehr drin ist, also wenn auch ihr raus seid, können Sie diese Kosten erstmal
einsparen. Solange jemand drin ist, könnt ihr das nicht aus ihrem Haushalt streichen. Und da besteht dann die Gefahr, weil es noch keine neuen Verträge gibt und die Möbel, das Schauspielhaus, eigentlich noch gar nicht sicher ist, ob hier jemand reinkommt, dass es dann, wenn ihr raus seid, auch in die Liegenschaft gehen könnte. Und was dann passieren kann, wenn es an Liegenschaft geht, das sieht man ja an dem Kinderklinik Weißensee, wo es auch einen Nachtmieter gab, den es aber jetzt nicht mehr gibt. Und das ist einfach nur, das steht leer, ist komplett randaliert, alles kaputt, kann nicht mehr genutzt werden. Viele Sportsfahrer da hinten, die dieses Jahr eine Liegenschaft von Zürich gegeben waren, ist jetzt komplett kaputt. Die haben zu spät die Türen und bestimmte Wände, Fenster eingemauert. Das haben wir jetzt gemacht. Inzwischen war es komplett randalisiert, ausgeraubt, haben wir die Jungs uns selbst gesehen. War das an den Liegenschaftsfond gehen. Und vor dem Liegenschaftsfond ist das Objekt selbst physisch. Natürlich nebenbei. Und natürlich ist scheißegal.